Thema Traurigkeit. Wir, die ganze gesamte Menschheit, leben im Moment in sehr schwierigen, turbulenten Zeiten, sei es politisch, sei es von der Umwelt her, eigentlich von allem. Und ab und zu habt auch vielleicht ihr das Gefühl gehabt, seid ihr traurig und wisst nicht, wo es herkommt. Und deswegen frage ich dich, Sabine, wenn du nicht weißt, wo deine Traurigkeit herkommt, wo kann die herkommen, die Traurigkeit? Es gibt ganz, ganz viele Ursprünge. Dass wir jetzt halt in dieser Zeit traurig sind, ist eigentlich normal. Ja, die einen glauben an Corona, dann haben sie Angst vor Corona. Die andere glauben nicht an Corona, dann haben sie Angst vor den politischen Konsequenzen. Entscheidung. Genau. Also egal, wie wir es drehen, so oder so, die Leute leben in Angst. Angst potenziert sich. Ja? Wenn du Angst hast und wir haben ein Gespräch, dann geht die Angst zu mir rüber. Ich habe Angst, dann geht sie zu dir rüber. Dann gibt es ein großes morphogenetisches Feld aus Angst. Jeder geht in die Angst rein. Also ich kenne im Moment niemanden, der keine Angst hat. Mehr oder weniger, aber Fakt ist. Also haben wir jetzt ein ganz großes Feld um unsere Welt, so wie du davor sitzt, das, was da jetzt hell ist, müsste man eigentlich dunkelbraun anmalen, genau, und sagen, das ist die Angst. So sehen wir gerade nicht aus auf der Erde. Genau so nicht. Da bei mir der Hintergrund mit Braun, das passt dann eher. Das ist die Angst. Also ist die Angst gerade wo überall. Ja, so soll das sein. Bei mir ist es so. So, als Beispiel. Jetzt daraus rauszukommen, ist ganz schwierig. Deshalb werden wir jetzt ein morphogenetisches Feld aufbauen, wo genau das auflöst. In eine sehr ähnliche Frequenz, da ist die Frequenz der Angst, da ist die neue Frequenz, wo wir jetzt aufbauen und dann löst sich's auf. Also einfach in diese Energie mit reingehen. Und dann. Jeder Mensch in diese Energie mit hineingehen. Genau. So. Ja, ah, ich wollte jetzt, ich habe gedacht, ich kriege Information, wie der Code dafür ist und Liebe. Die Liebe. Genau, einfach in die Liebe reingehe und es wird jetzt diese Frequenz aktiviert und einfach angucke. Und dann dein Hintergrund angucke, wo alles im Licht ist um die Erde. Und dann habe wir's. Ja, so, das ist das eine. Das andere ist, gut, viele Leute haben Angst. Dann haben viele Leute Angst vor den Vorfahren. Ängste, wo die Vorfahren nicht verarbeitet haben, geht in unser System rein. Und unser System kann nicht unterscheiden, bin ich das oder bist du das oder ist das mein Vorfahrer? Das System fühlt immer ich und jetzt. Immer. Das System kann nicht unterscheiden. Ach, das ist jetzt vom Großvater vor 13 Generationen und er hat seine Traurigkeit nicht erlebt und deswegen erlebe ich sie. Nein, immer ich und jetzt. Und das ist das Fatale. Dafür gehen wir jetzt auch in eine Frequenz rein. Ja, jedes Mal denke ich, ich höre eine Kombination, immer wieder kommt die Liebe raus. Also auch wieder da in die Liebe reingehe, in die Frequenz der Liebe reingehe, auch das auflöse. Und je größer das die Liebe zu uns selbst ist, desto weniger nimmt der Körper an, wie zum Beispiel von der Vorfahren. Okay. Also immer wieder in die Eigenliebe reingehe. Dann haben wir viele Traurigkeiten aus anderen Leben, ganz viele aus anderen Leben. Also. Und auch da ist es wieder ich und jetzt und niemals aus einem anderen Leben. Also es gibt kein Gefühl, wo der Körper entscheiden kann, das kommt jetzt nicht von hier. Und dann macht der Körper immer noch eine Geschichte drumherum, über jetzt und hier. Bin ich jetzt unglücklich? Gucke ich dann in meine Ehe an? Ah ja, mein Mann und es ist ja alles so unglücklich. Dabei hat es gar nichts mit der Ehe zu tun, sondern aus einem anderen Leben. Auch da wieder in die Liebe reingehe, immer wieder in die Liebe reingehe, immer wieder in die Liebe reingehe. Und dann löst es auf. Wir haben hinter dir einen Hintergrund auf deine linke Seite. Zeige mal, ob es spiegelverkehrt ist. Genau, da ist ein Stern. Höher, höher, höher. Also, das können wir jetzt nicht zeigen, aber auf deinem Hintergrundbild ist
auf deiner linken Seite ein Stern. Konzentriert euch auf diesen Stern. Dieser Stern wird jetzt so aktiviert, dass das alles verpufft. Alles, was zu euch nicht gehört, verpufft mit dieser Energie. Ja, und es läuft jetzt. Und auch bei dir müsste ich jetzt merken, dass... Ja. Ja, genau. Kommt sogar Träne raus. Wow. Ja. Das ist toll. Das ist toll. Sehr schön. Ja, die Erleichterung. Bei dir ist also schon diese Energie, die Liebe und damit kommt die Erleichterung. Und wenn jetzt Träne fließen, super. Super. Nein, genau. Gell? Also, alles, jeder auf den Punkt konzentriere, jeder in die Energie reingehe, jeder in die Liebe reingehe. Wunderbar. Dann haben wir es. Dankeschön. Alles Gute.